Moin moin liebe Leute, hier ist der hanseatische Nomade und ich bin heute in Wismar. Ja, Wismar ist bekannt für seine Altstadt, UNESCO Weltkulturerbe mit Stralsund zusammen. Bei dem schönen Wetter wollte ich mir das mal heute antun, die Stadt anzusehen. Ist eine kleine schnuggelige Stadt und ja, schauen wir mal, was wir hier sehen werden. Was mir schon mal gefällt, ist hier der kleine Fluss hier. Sind. Marktplatz. Okay, gehen wir mal zum Marktplatz. Ach so. Schweinsbrücke steht da, deswegen die Schweine wahrscheinlich. Frische Grube. Ja, das sieht sehr schön aus. Interessant. Gehen wir mal da lang.
Stationen. Zwei, die zwei, die hier auf dem Flur stehen. Garagen. Wismar war für längere Zeit unter schwedischer Herrschaft. Ich habe gelesen, dass jährlich immer hier ein Fest stattfindet, um dieser Zeit zu gedenken. Und da soll ein bekanntes Gebäude auch sein, das den Namen Alter Schwede hat. Das soll ein Restaurant sein? Ja, aber es ist aus der Zeit. Ich glaube, ich gehe ein bisschen nach hinten. Alter Schwede. Ich sehe jetzt kein Schild, was das sein kann hier. Sieht aber auch sehr interessant aus. Der Marktplatz hier soll einer der größten in Norddeutschland sein.
ihr seht, alles sehr gut erhalten, beziehungsweise weitestgehend. Für Norddeutschland mit dem Backstein zu arbeiten. Du hast jetzt den Witz nicht verstanden. Ich hab nicht verstanden, was sie sagen. Interessant. Ja, Wismar ist eine Hansestadt, hat einen alten Hafen, gehörte früh zur Hanse dazu. Das Erbe sieht man überall. Ist wirklich wunderschön hier. Die kleinen Boote hier gefallen mir sehr gut. Ziemlich interessant. Ja.
Ja, interessant. Man kann hier Fisch gleich vom Schiff kaufen. Ja, ist wahrscheinlich so ausgeschmückt, dass man dann da kaufen kann. Ja. Ja, schön. Das war es erstmal von mir. Ich möchte jetzt erstmal was essen und mache nachher noch mein zweites Video. Bis dahin.